Bonjour, Mesdames et Messieurs, ich bin Ihr Gourmet und Gastgeber, Patrick. Und die Leute, sie fragen immer, Patrick, was hast du eigentlich gemacht am 27. Januar 2017? Und ich probiere heute ein französisches Nationalgericht, Escargot à Bourguignon. Das sind Weinbergschnecken mit Kräuterbutter. Oh mein Gott. Was? Die Escargots, sie sind verwandt mit den Muscheln aus dem Meer. Und deswegen, ich stelle mir vor, sie schmecken gar nicht so schlecht. Sie schmecken ein paar Mal. Was? Früher, die Schnecken, die waren eine beliebte Speise, weil sie waren weder Fisch noch Fleisch. Man konnte sie essen immer. Mein Akzent tönt irgendwie mehr wie niederländisch, oder? Und dafür, ich werde zwischenzeitlich auf andere Kamera umstellen, damit ich zeigen kann, was ich hier hab. Ich finde diesen Einfall super toll. Magnifik. Bereits vorbereitet, weil ich kein entsprechendes Besteck habe, habe ich ein Stück Brot, habe ich gehört, das macht man so. Qu'est-ce que le nom de Schneck? Hä? Was ist der Name von deiner Hurschnacke? Wie heißt die? Escargot. Leider, ich habe kein Besteck für die Escargot, darum ich habe nur eine kleine Gabel. Normalerweise sie hat auch nur zwei Zinken, aber ich habe keine andere Gabel. Und ich habe hier einen Löffel und ich hoffe, damit ich kann die Schnecken genießen. Okay, ich schalte jetzt einfach wieder um auf Schweizerdeutsch. Die Schnecken sind jetzt fertig, ich zeig dir euch mal. Nice Product Shot. Also natürlich ist es im ersten Augenblick irgendwie ein bisschen befremdlich, aber ich muss sagen, ich finde, es sieht eigentlich noch schön aus. Das Grün zusammen mit dem braun-weiß gestreiften. Ich bin jetzt gespannt, wie es schmeckt. Okay, jetzt wird es interessant. So. Ich nehme jetzt einfach mal eine von diesen Schnecken. Jetzt habe ich gehört, man macht den Kräuterbutter da zuerst noch mal aufs Brot drauf. So. Und jetzt kann man mit einer Gabel oder etwas das Fleisch, ich muss jetzt den Stiel nehmen, weil die Gabel leider zu gross ist, das Fleisch aus dem Häuschen rausnehmen. Okay, es sieht leicht grusig aus, wenn ich ehrlich bin, aber Scheiße, vor allem kommt es nicht raus. Aber jetzt. So. So sieht also ein Schneck aus. Ja. Gute. Oh, heiß. Es schmeckt wirklich ein bisschen wie Muscheln, die nicht nach Fisch schmecken. Es ist noch easy gut im Fall. Gerade der nächste. Alter, hätte ich nicht erwartet. Ich habe es irgendwie grusiger erwartet, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich gut. So. So sieht das aus, wirklich ein bisschen wie eine Muschel. Oder? Wenn man das. Also sagen wir es so: die Vorstellung, also es schmeckt gut. Man kann es wirklich essen, es ist fein. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Leute früher das gegessen haben, weil sie halt kein, zum Beispiel kein Fleisch hatten oder so, verstehe ich voll und ganz. Es ist so ein bisschen, man muss halt so eine Überwindung haben irgendwie. Es ist ein bisschen wie mit Krevetten. Wenn du dir vorstellst, Krevetten, das sind halt auch einfach so Tiere, wo du irgendwie mit dem ganzen Körper ist. Das ist im ersten Augenblick mega komisch. Muscheln ja auch. Aber ich muss sagen, es ist wirklich easy fein. Die Konsistenz ist so ein bisschen komisch. So fest. Aber gleich, wenn man darauf kommt, so ein bisschen wie zäh. Ich glaube, ich tue die anderen hier nochmal geschwind in den Ofen. Also, es hat relativ viel Kräuterbutter, das sieht man da. Das ist alles von den ersten 4 oder 5 Stück, die das jetzt waren. Ist das alles der Kräuterbutter. Es ist, glaube ich, mit einer richtigen Gabel definitiv einfacher. Es gibt ja so extra Gabeln und Zangen, um die aus dem Häuschen rauszuholen. Aber zusammen mit dem Kräuterbutter, ja, es sieht halt schon recht unappetitlich aus, sind wir ehrlich. Es sieht wirklich unappetitlich aus. Es sieht ein bisschen aus, wie wenn man einen Schlimmschneck essen würde, also kochen und essen. Man muss dazu sagen, die Schnecken, die man so bei uns da kaufen kann, fertig. Das war ja so eine Fertigpackung vom Lidl. Hat irgendwie 3 Euro gekostet oder so, für jetzt da 12 Stück oder so, glaube ich. Die sind alle vorgekocht und tiefgekühlt, weil nur so seit der EU oder Europa dürfen wir die im Handel irgendwie verkaufen. In den meisten Fällen werden die zubereitet eben mit so Kräuterbutter. Es schmeckt dann wirklich fest nach Kräuterbutter. Aber das Fleisch selber hat so wie, wenn man von den Muscheln den fischigen Geschmack wegnimmt. Also wenn man Muscheln isst, Moules frites oder so, kennt sicher jeder. Wenn man von den Muscheln den fischigen Geschmack wegnimmt, dann im Prinzip schmeckt es so.
Eigengeschmack, sonst hat es nicht viel. Wird es auf jeden Fall in Frankreich mal bestellen, von einem guten Koch oder so. Also einer, der das wirklich kann. Weil ich glaube halt schon, dass relativ viel von dem Geschmack da durch den Kräuterbutter auch weggeht. Wobei auch in Frankreich hat es Kräuterbutter drauf. Aber es braucht ein bisschen Überwindung, aber es schmeckt auf jeden Fall fein. Also ich kann es nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Es hat weniger Geschmack selber als Hühnli. Wenn man einen geräucherten Tofu hat, schmeckt sogar der mehr. Es schmeckt hauptsächlich nach Kräuterbutter, das stimmt. Aber es ist gut. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es grusig ist oder so. Die Vorstellung, die Überwindung, es ist nur da oben, die Überwindung. Aber sonst, probiert es. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr schon mal Schnecken gegessen habt. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Was ich jetzt ergänzend noch würde sagen, ist, sie schmecken definitiv eine Art wie erdiger. Also, sie schmecken, ja, es schmeckt erdiger. Ich kann es nicht anders beschreiben. Aber thumbs up for me. Jetzt ist es so, so Schnecken zu essen, ist relativ viel Aufwand für relativ wenig Fleisch im Verhältnis. Darum gibt es jetzt gerade noch eine kleine Gis Lorraine hinten drin. Aber hey, von wegen Gis Lorraine. Mami, falls du das siehst, deine Gis Lorraine ist viel besser als das Fertigprodukt.